Gut. Dann bewegen wir uns jetzt auf einem Strategiefeld. Ich möchte von euch jetzt wissen, wie ihr euch bewegt, wie es ablaufen wird. Okay, hört aus, wird alle Leute um 4:30 Uhr morgens wecken lassen. Und dann die Strategie im Offiziersraum verkünden. Also, ihr fahrt ein. Wie? Von Nordosten oder von Nordwesten? Von Norden. Von Nord, direkt von Norden, alles klar. Fräulein Romilly und ihre Gefährtin werden die zwei Geschütze oder die Geschütze ausschalten mit Tränengras oder euren Tränentinkturen. Wir werden über das Schiff hinweglaufen und uns auf dem Steg positionieren mit der Maulgrotte zum feindlichen Schiff hin. Wir werden es greifen, sodass es nicht fliehen kann. Unsere Truppen, und zwar die Artilleristen, die leichte und schwere Infanterie, werden auf das Land abgesetzt, um dort den Angriff zu führen. Dazu sage ich gleich mehr. Unsere Schützen werden vor die Maulgrotte zielen, um dort größere Truppen, die dort einen Enterversuch starten wollen, versuchen zu starten, abzufangen und die Geschütze an Bord des Schiffes, sofern sie bemannt werden sollten, zu vernichten. Die privaten, die Leibsöldner sowie unser Rondra-Geweihte, Jalan und Ritter Kötter und Myria werden den Hintereingang zu unserem Schiff bewachen, sollte sich da irgendjemand durchschlagen wollen. Und die Truppen auf Land werden sich so, die werden sich in gemischten Gruppen aufteilen. Aus der Maulgrotte rausströmen. Die Maulgrotte zeigt ja dann zu dem Schiff hin. Nein, wir verlassen aus unserem Hangar. Genau, die Arche einmal noch rumdrehen. Andersrum. Genau. Dass die Maulgrotte zum Schiff hin zeigt. Genau, die werden hier hinten rauskommen. Der größte Trupp wird sich in diese Richtung bewegen. Das sind 50 Mann. Warte. 25 Mann werden sich erst Warte. hier rum kümmern. Warte. Hier sind eure Einheiten. Ihr könnt die jetzt bunt mischen. Ihr könnt meinetwegen auch nur Oberstleutnant Tioma führen. Der hat dann seine 25 leichten Infanteristen. Ihr könnt auch nur Oberst Drachorz ziehen oder ihr könnt mit gemischten Leuten ziehen. Ansonsten sind es 25, 25, 13. Ihr könnt auch die Leute von Bronn dem Jäger abziehen. Das ist auch möglich. Die von Bronn sind die Artilleristen? Das sind die Artilleristen. Genau, die möchte ich auch haben. Gut, dann kriegst du 50 Söldner mit Qualität 3. Gut. Kann die, ich habe hier jetzt gerade nur so ein Touchpad, kann die einer von euch mal in drei Gruppen anordnen? Etwa gleichmäßige Aufteilung, eine 50er und zwei 25er Gruppen? Ja, ich lasse euch die Schützen erstmal am Schiff stehen. 25, 25, 50. Genau, nehmen wir es doch da, dann müssen wir nicht mit den Tokens hantieren. Ne, genau, das Okay. deswegen, also die bleiben dann in ihrer Formation. Ich habe eine kurze Okay. Frage zu den ganzen Häusern hier. Ja. Ja. Sind die Türen alle in die Richtung geöffnet? Oder gibt es da auch noch andere Eingänge? Die sind erstmal mindestens alle dahin und vielleicht könnte man noch sowas aufbrechen. Vielleicht gibt es auch noch ein zweites, also jetzt hier bei diesem Haus gibt es dann hier einen Eingang und hier einen Eingang, aber ja, hier hinten gibt es auch natürlich noch einen raus, aber hier brauchst du keine zweite Tür. Alles klar. Schwere Infanterie sind Leute mit Schilden, oder? Nee. Schwere Nee? Infanterie hat meistens zwei Handwaffen, weil sie ja schon schwer gepanzert sind. Und leichte Infanterie? Die haben meistens Einhandwaffen. Aber auch kein Schild, oder wie? Wenn sie Einhandwaffen haben, haben sie doch oft Schilde. Alles klar. Am Einsatz nochmal. Da stehen die noch ein bisschen aufgelistet. Nicht gut, aber genau. You know. Frage ist, was hat Bronn? Bronn wird Haumesser haben, denke ich mal.
Oder Knüppel, Äxte. Nee, das sind Fernkämpfer. Fernkämpfer. Bronn? Nee, Bronn. Wenn die Artillerie in den Nahkampf geht, dann werden die mit Äxten. Mit Äxten kämpfen. Aber die haben doch auch Fernkampfwaffen, oder? Oder sind die Armbrust nur zur Show? Du kannst die auch mit Armbrust führen, ja. Oh nee, dann lieber nicht. Also Qualität 3. Ja. Nee, was also ich halt gerade überlege. Eine Aura in lila, eine Aura in kastanienbraun und eine Aura in Zitrone. Okay. Mhm. So. Okay. Welche Einheit Bronn ist soll die mit 50? Ja. Okay. Die wird als erstes oder direkt in die Mitte gehen. Die zwei anderen teilen sich auf die Geschütze an der Küste auf. Sobald die besiegt sind, werden sie sich dem Rest anschließen. Dann wird das Zentrum angegriffen, befreit. Und danach die anderen Hütten hier. Dann sollen die Hütten hier drüben gestürmt werden. Hat man gesehen, was für eine Bewaffnung die Gegner haben? Nie im Leben. Aber wir wissen ja, was Karmordgardisten haben. Karmordgardisten haben in der Regel, was war das? Ein Wasserschwert oder ein Normalschwert? Nehmen wir an Nahkampfwaffen. Nachtwind. Ein Nachtwind ist ein anderthalb Hinder. Oder ein einiges Schwert, wenn sie gegen 16 haben. Das heißt, sie sind gegen Fernkampf sehr anfällig. Oh. Also die Bronn-Söldner 50 Leute sollen hier den Dorfplatz sichern, ja? Genau. Sich aufteilen. Jedes Haus einzeln. Naja, die werden ja schon in Formation kämpfen, da wird sie Bronn ja einweisen. Glauben naja, nicht, dass sie da also, sind. Wenn du in Häuser eindringen möchtest, ist das Häuserkampf. Du kannst nicht mit 50 Leuten in ein Haus reinrennen. Du kannst auch nicht mit 10 Leuten in ein Haus reinrennen. Ich erwarte, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir da ankommen, die Leute schon aus ihren Häusern rausgekommen sind, mehr oder weniger bewaffnet angezogen und uns dann hier auf dem offenen Feld begegnen werden. Okay, wenn das angenommen, sie werden Guerillakrieg bevorzugen. Sollen sie dann weiter rennen, geradeaus, oder sollen sie eben in die Häuser gehen und die Häuser sichern? Das ist jetzt die Frage, die ich habe. Sie sollen die Häuser sichern. Okay, sie sollen die Häuser sichern. Das heißt, sie werden sich aufteilen. Was meinst du mit Guerillakampf? Naja, das heißt, dass jeder in seinem eigenen Haus bleibt und dann werden die von hinter Schränken angreifen, hinter Türen, okay. Und die werden dir dann von hinten den Rücken aufschneiden. Okay, wenn sie nicht rauskommen, dann nehmen wir uns die Häuser vor, eins nach dem anderen. Wir werden uns dann nicht aufteilen und irgendwie versuchen, 5 Häuser gleichzeitig zu nehmen. Gut, das wollte ich wissen. Sollte sich ein Großteil der Leute in den Häusern entscheiden, wir möchten in den Wald fliehen, um uns da neu zu formieren, sollen die Leute verfolgt werden. Von wem? Von Bronzleuten? Von Bronzleuten. Sollte irgendwie nur die Hälfte der Häuser, die Leute der Häuser sich entscheiden, in den Wald zu fliehen und die andere Hälfte da bleiben? Du weißt nicht, wie viele in diesen Häusern drin sitzen. Da geht von ungefähr 10 aus. Pro Haus. Also, was ist denn, wenn jetzt 10 Leute da drin sitzen und was ist, wenn da 20 Leute auf dem Dorfplatz sind? Was ist, wenn 10 fliehen? Was ist, wenn 20 fliehen? Was ist, wenn noch 40 da drin sitzen? Das weißt du nicht. Was ist, wenn sie jetzt da fliehen? Sollen die dann trotzdem die Häuser sichern oder sollen sie halt hinterher rennen? Ich werf dem Oberst einfach mal einen, ich hab's euch doch gesagt, Blick zu. Was willst du jetzt gerade von mir als Spieler? Einen Plan für alle Eventualitäten? Ja, oder selbstverständlich. Also sollen sie, wenn sie jetzt hier stehen, sollen sie die Häuser sichern? Oder sie sehen jetzt wie 20 Leute in den Wald rennen? Ist 20 Leute, ist das die Hälfte? Oder ist das nicht die Hälfte? Mhm. Du weißt nicht, wie viele Leute in diesen Häusern sitzen. Okay, sie sollen die Häuser sichern. Sie sollen die Häuser sichern. Okay, das heißt, wenn Leute in den Wald rennen, dann entkommen die. Punkt. Ja. Das ist der Plan für Bronn. Häuser sichern. Mhm. Und zwar diese hier. Captain-Frage. Nein. Oberleutnant Drachhorst, nächster Plan. Romilly, was macht Oberleutnant Drachhorst? Schwere Infanterie. Romilly ist damit jetzt überfordert. Dann gib die Frage weiter. Ahmad. Was Oberleutnant Drachhorst machen soll? Mhm.
Das Problem ist, was ich sehe, ist, dass hier wahrscheinlich der Großteil der Truppen stehen wird. Deswegen Bronn der Jäger wahrscheinlich total überfordert sein wird da. Weil der die qualitativ niedrigwertigsten Truppen in die Feld führt. Ich möchte jetzt wissen, was Oberleutnant Drachhorst macht. Das ist der schwere Infanterie-Typ. Schwere Infanterie Q4. Ich würde sagen, dass mindestens immer zwei mitgehen hier rein. Wie viele Leute sind das? Bitte was? Zwei Leute? Du hast 25 Leute. Ja, ich guck gerade, wie viele Leute das sind. Also die Truppe von dem Oberleutnant, die ist 25 Mann stark, aber das ist nicht nur schwere Infanteristen, das ist jetzt durchgemischt mit leichte schwere Infanteristen und Artilleristen. Ja. Und das macht die Sache gangbarer. Ja, aber das wird auch die Qualität und die Moral nach unten ziehen, richtig. Weil die kein eingespieltes Team sind, ja. Es ist besser als Bronn und seine Leute ins Messer laufen zu lassen. Alleine. Ja, dann würde ich sagen, die fächern sich hier auf. Die überprüfen, dass hier keiner rauskommt. Und hier stören die am besten die schwere Infanterie von den Typen rein, um sich mit denen anzulegen. Also hier geht die schwere Infanterie rein, die Bogenschützen bleiben draußen. Oder stehen bei dem Rändern zusammen mit dem Falkenbanner rein. Ich würde aber eher sagen, dass das Falkenbanner sich hier so eine Schildformation in die Richtung hält, dahinter die Bogenschützen positioniert sind. Und die dann sicherstellen, dass hier nichts angelaufen kommt, was die schwere Infanterie da irgendwie abhält von ihrem Plan. Schützen sollten an Deck bleiben, dachte ich. Die was? Schützen sollten an Deck bleiben, dachte ich. Genau, ich glaube, Niklas meinte gerade die Artilleristen. Die Henker vom Näher, genau. Die haben aber nur Armbrüste. Ja. Nee, wir haben doch eben gesagt, dass die Leute von Bronn auch Äxte haben. Ja, entweder Äxte oder Armbrust. Nee, Äxte zum Nahkampf. Ja, also ich kann euch nur sagen, was ich jetzt OT denke, nicht was Ahmad denkt. Ahmad ja, würde. Mach mal. Ja, also OT würde ich halt wie gesagt sagen, dass hier die Armbrustschützen sicherstellen, dass keiner da die schwere Infanterie hier abhält. Und die Armbrustschützen dann hier quasi freies Schussfeld in die Richtung haben, falls von da irgendwie Verstärkung kommt. Die müssen sich ja auch sicherstellen, dass hier die ganzen Sklaven und so weiter nicht abhauen bei diesem ganzen Aufruhr. Und die sollen dann von hier aus dann quasi dazustoßen, wenn sie hier alles gesichert haben. Das wäre so meine OT-Idee. Dass die dann quasi, genau. wenn die hier ihre Truppen konzentriert haben, dass die dann von hinten auch noch reinkommen. Ja, das klingt auch gut. Okay, und dann haben wir noch einmal Kastanienbraun. 25 Leute. Die machen ja eigentlich genau das gleiche, bloß auf der anderen Seite. Den Platz sichern, beziehungsweise das Geschütz entmannen und dann auch in der Mitte zu Hilfe kommen. Ach ja, und hier würde ich auch wieder so ein paar Falkenbannergardisten und Armbrustschützen dahinter positionieren. Weil hier ja auch noch Häuser sind. Ich kann mir hier vorstellen, das gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass die rechte Seite entweder ziemlich schnell aufgewaschen ist und die dann frei sind, oder dass die rechte Seite richtig in die Hose geht. Weil? Mach mir ein bisschen Sorgen, dass wir hier diese Mauern haben. Zum einen steht rechts nur ein Geschütz, was gut ist, weshalb ich glaube, dass es schnell gehen könnte. Zum anderen, ich weiß nicht, wie akkurat die jetzt gerade positionierten Söldner-Tokens sind, weil wenn die wirklich etwa in dem Verhältnis auftreten, stehen rechts halt einfach mehr. Aber nur drei Stück oder so. Ja gut, wenn die Stege mitzählt, sind es eher drei. Wobei die kann ich auf der Karte zeigen, wenn ich mal dumm fragen darf? Leertaste. Ach, danke. Du musst aber vorher das Auswähltool ausgewählt haben. Nein, was Romilly vorhat, ist die Außenposition hier und hier mit, ja, ich nenne es jetzt mal Tränengas zu fluten. Innengeschütze kriegen die Variante von Töpfchen. Ach, wie heißt das? Den Namen wieder versagen. Stegtöpfchen? Badenbeutel. Also Rauch. Ja, genau. Sichteinschränkung. Okay, das heißt, ihr sichert, wenn alles gut geht, diesen kompletten Gebiet und dieses komplette Gebiet und dieses hier auch. In der Hoffnung, dass die Leute vom Schiff gar nichts mehr machen. Da sitzt ihr ja mit eurem Maul drauf. Und wenn irgendjemand in den Wald hier rennt, dann könnt ihr die nicht aufhalten. Möchte kurz wenn anmerken, irgendwas von hier kommt, könnt ihr da auch wenig gegen tun. Ihr könnt die halt abhalten, dass sie hier nicht rüberlaufen. Zumindest wenn die eben diese Schranke hier zumachen können. Ich würde gerne anmerken, dass sobald hier das alles geklärt worden ist, dann soll ja ein Teil davon dahin gehen, aber der andere Teil soll sich dann hier irgendwo positionieren, der dann quasi in die Richtung und die Richtung absichert, weil da ja auch noch Typen sind.
Willst du eine 25 Mann-Einheit wirklich noch weiter aufteilen? Ja, muss ja, wenn da noch weitere Soldaten sind, wenn die uns in den Rücken fallen. Idee. Wenn die uns in den Rücken fallen, sind wir am Arsch. Also die, die fliehen, sind jetzt kein Problem, weil die sollen ja auch ein bisschen Kunde weitertragen. Ja, aber hier ist die Rote Legion, ne? Ich weiß nicht, ob die krasser sind als die Kamadgarde, aber so wie die klingt, sind die bestimmt krasser. Also wir lassen uns nicht in den Kampf in den Wald locken, das meine ich nicht. Richtig, wir dürfen uns auf hier könnte ich noch ein Stinktöpfchen abliefern, das ist kein Problem. Meine Hexenschwester wäre praktisch, wenn die quasi über dem Gebiet kreist und im Notfall bei den Führungsoffizieren Bericht erstattet, wo Problemzonen auftreten. Und Romilly kann durchaus aus der Gegend, habe ich ohnehin vor, sich auf einem der Dächer niederlassen und tierische Unterstützung herbeirufen. Was passiert, wenn die dich abschießen? Kurze Frage, ist die Rote Garde oder die Kamadgarde krasser? Das weißt du nicht. Rote Garde haben wir noch nie gesehen. Ah, okay. Rote Legion habt ihr auch schon gesehen. Kommt drauf an, ob ich entdeckt werde oder nicht. Wenn ich Glück habe und unbemerkt auf dem Dach landen kann, habe ich natürlich gute Chancen. Jedenfalls zu Frostys Zusammenfassung. Das hat am Anfang geplant, dass die Bogenschützen vorne stehen. Einfach hier auf dem Deck und die Mannschaft von den Gallias unten halten. Okay. Die stehen nicht, sind nur so rum. Also es sind 13 Leute. Es waren mal... Jetzt aktuell sind es 13. Ja. Wir haben ein paar verloren. Rechnung ist richtig. Naja, 13 und eine Hauptfrau. Ja, richtig, und eine Hauptfrau. Ansonsten ist das, glaube ich, das Beste, was wir hinkriegen von hier aus. Und ihr mischt bunt durch. Frage. Evadaios. Ich stehe im Heck. Es passiert nichts. Bleib ich stehen. Das, also du hast dort vorne das Kommando. Ahmad hat, das wird auch den Offizieren gesagt. Also, das ist jetzt eine reine Offiziersbesprechung für Oberleutnant Drachhorst, Oberleutnant Thioma Dreischberger, Boron den Jäger und die Schützenabteilung von Boronja. Helden können ganz alleine wirken. Das heißt, wir werden das jetzt einmal durchspielen nach den Schlachtregeln von Helmer Harfax und ihr Helden könnt in dieser Szenerie, in diesem Geschehen dann selber noch Dinge bewirken und eingreifen und heldenhafte Dinge tun. Das aber ihr werdet als Helden nicht in diesem Kampf eingreifen. Das Wichtige ist, ich bin kein Held, bei mir stehen auch die 15 gemischten Söldner. Also ich bin auch ein Held, aber die sind auch da und die können auch wirken. Frage ist, also, sollen die wirken oder sollen die stehen bleiben? Um jeden Preis. Wenn offensichtlich wird, dass sich der Kampf gut entwickelt und dass unser Heck freigegeben werden kann, dass dort kein Angriff stattfinden wird, kannst du die Leute zu nützlicheren Diensten abziehen. Okay, das ist wichtig. Wenn er sich gut entwickelt, werden sie abgezogen. Ansonsten bleiben wir stehen. Und wenn rechts, links irgendwie aufs Maul kriegt, bleiben wir stehen für den Fall, dass die einknicken. Ja. Okay. Das ist die wichtige Klärung. Wer sind jetzt diese 15 Leute von deiner Leibgarde? Also sind jetzt Das sind die in Kunchum angeheuerten, das sind die in Velusa aufgesammelten. Okay. Da ist Jagold Rittkötter und seine Knappe nicht drin, die sind separat geführt. Und die unterstehen jetzt dir und deinem Befehl. Oh. Gut, dann werden die einfach mal durch Ugdan verkörpert, weil wie gesagt, Jalan kann eigenständig handeln und rumrennen, wenn dann das hier alles durch ist. Du kannst natürlich bei den anderen bleiben, aber... Ich nehme an, dass Myria immer genau bei mir bleibt. Ja. Wenn du das jetzt festlegst, ist das so. Ja, die wird nichts reißen, aber naja. Gut. Dadurch, dass ihr die anderen Leute, nachdem sie einmal geschossen hat, von der Artillerie abzieht, habt ihr wirklich dann die 119 Mann zur Verfügung? Ich dachte, die Artillerie schießt gar nicht. Ach so, richtig, genau. Ihr habt zumindest dann 119 Mann zur Verfügung. Und die anderen werden, ich muss gerade nochmal die anderen aufführen, dadurch, dass ein schweres Kriegsschiff mit 40 Söldnern noch drin ist, haben die nicht nur 70, sondern 70 plus 40 sind 110. Idealerweise können die 40 oben nicht agieren, weil sie unten gehalten werden. Idealerweise.
Richtig, wenn sie dann nämlich alle an Deck stehen würden, was wohl höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist. Die werden sich vielleicht besaufen oder sowas. Ja, aber wenn die unter Deck sind, können sie auch nicht hoch und runter vom Boot, weil dann werden sie direkt erschossen. Ja. Meine Idee war da, dass die Arche ja höher ist als das Schiff, beziehungsweise dann von oben sich so halt drauffallen lassen wird mit der Maul, dass unsere Schützen auf das Deck von denen schießen können, dass die Möglichkeit hätten, durch die Maul gerade reinzukommen, wo wir hoffentlich Säure haben. Und da würde ich noch gerne Jasper bitten, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie vorne kämpfen dabei haben, aber dass er sich hinten in der Maulgrotte bereithält, um, falls dort jemand eindringt, seinen magischen Fähigkeiten die Leute da hinten zu halten. Jasper bedankt sich für das Angebot. Er lädt ab. Das war kein Angebot. Dann nickt er und lächelt, stellt sich dann dahin, wo du ihn gerne hinhaben möchtest. Er ist der Captain, er gibt gut. Befehle. 30 Meilen Entfernung. Wie soll's losgehen? Warte, wir geben Jasper noch ein paar Leute dazu. Und zwar meine Schiffszimmermänner. Die werden sich leicht bewaffnen. Damit er da nicht alleine ist. 30 Meilen entfernt. Möchtet ihr gehen oder sprinten? Ich würde sagen, wir sprinten die letzte Meile. Davor bewegen wir uns nochmal. Und ihr solltet den Hexen mindestens 2-3 Minuten Vorsprung geben, damit wir unsere Lieferung absetzen können. Gut. Die sind ja auch schon schneller als wir zu. Gar nicht mal so sehr. Ja gut, du darfst nicht vergessen, die Hexen sollen einen relativ weiten Bogen fliegen, damit wir zum einen nicht vom Schiff erwischt werden und dann im ziemlichen Tiefflug mit Höchstgeschwindigkeit die eine hier rüber einen Bogen, eine dann hier rüber einen Bogen. Die Hexenstuka, ich bin gespannt. Okay. Gesagt, getan. Euer Schiff hat beim Gehen eine Geschwindigkeit von 8 mal 3,6 ist 28,8. Das heißt, ihr braucht eine Stunde, bis ihr von Sichtreichweite mit eurer Arche nahe genug ran seid. Die eine Meile von den 30 können wir mal vernachlässigen. Das heißt, die Leute sehen euch nach, ja, weiß ich nicht, wann ihr angreift. Ich sag mal, ihr wolltet früh angreifen. Wenn der auf dem Ausguck euch nach, weiß ich nicht, 20 Meilen irgendwann erspäht, dann haben die noch ungefähr 40 Minuten. Wenn man sprinten würde, hätten wir dann noch genügend Aktionspunkte? Klar. Ja, weil wenn wir sprinten würden, dann Wir haben jetzt gerade, Moment, mindestens 22. Weil wenn wir jetzt sprinten würden, diese Zeit, dann wären wir erstens in 20 Minuten da. Gesagt, getan. Okay. Ich glaube nur, die hätten dann keine Rüstung an. Ja, also 40 Minuten haben die zum Vorbereiten. Die wissen natürlich nicht, wer das ist, aber xeranische Flagge und naja gut, Xeran und Helmer Harfax verstehen sich nicht. Euer Besuch ist sich angekündigt. Dementsprechend können die sich vorbereiten. Wenn ihr auf sie zugeht, noch nicht rennt, ihr habt jetzt noch ungefähr so 10 Meilen, 5 Meilen vor euch, könnt ihr sehen, dass sie flaggen. Verbindung aufnehmen. Wir flaggen zurück. Verbindung aufnehmen. Ja, dann kommt Kurs abbrechen. Negativ dringende Befehle. Wenn ihr seid natürlich bei, ich weiß nicht, 10 Meilen, 5 Meilen, die ihr dann auf sie zumarschiert, seid ihr natürlich nicht in Schussreichweite. Aber wenn ihr den direkten Befehl aus dem Hafen ignoriert, werdet ihr sehen, dass sich die Leute bereit machen. Das könnt ihr mit dem Fernrohr erkennen. Gut, die letzte Meile wird gesprintet.
Und dann verliert ihr für die 30 Meilen, das sind einmal zwei Handlungspunkte für 40 Meilen und noch einmal zwei für eine Meile Sprint, das sind vier Handlungspunkte, die ihr verliert. Ist noch der 29. Wir haben jetzt einen Tag später, das müsste jetzt der 29. sein. Okay. Okay, das heißt, ihr lauft jetzt ein. Und? Möchtet ihr euch irgendwann drehen? Wann macht ihr das? Nein, wir drehen uns nicht. Oder was meinst du? Wir laufen über ihr Schiff rüber. Ihr lauft über ihr Schiff rüber, okay. Und ja, auf 400 Meter Entfernung bekommt ihr Rotzenschüsse. Die sind gut gezielt, die hatten lange noch Zeit. Und zwar von 1, 2, 3, 4, 5, 6 mittleren Rotzen. Und ein Bock. Der Bock. Oh Gott, was würfel ich denn da? Vier Leute, die treffen und die anderen zwei Rotzen auf den Schiffen explodieren, was auch immer da passiert ist. So, vier Stück mittlere Rotzen. 4 mal 5 W6 plus 8. So. Einen Moment. 4 mal 8 sind 32. Und 4 mal 5 sind 20. 20 Stück. Dann bekommt ihr jetzt 109 Trefferpunkte, die ihr jetzt unter euren Mannschaftsmitgliedern aufteilen dürft. Alle auf Jalan. Was? Wow. Ja, keine Ahnung, jeder ein, oder? Jetzt stimme ich für alle auf Achmut, das mittelt sich dann zu 50-50 aus. Jeder ein, oder ich nicht? Ich glaube, jeder ein ist cool. Wird das von der Rüstung abgefangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das ist jetzt Splitter. Das heißt, ihr startet alle mit einem Lebenspunkt weniger, finde ich okay. Ich habe ich heute erst dahin gekauft. Und ich muss gerade gucken, die mittlere Rotze hat auch noch Strukturschaden. Werde ich allerdings nicht würfeln, ich behandle die Arche als Lebewesen und von euren 2000 Lebenspunkten wird auch nochmal 109 abgezogen. Interessiert die Arche noch nicht. Dann schießt noch der schwere Bock. Gucken wir mal, ob der trifft. Oh, ein schwerer Bock. Der Bock trifft. Ich muss gerade gucken. Ich glaube, das ist nur ein Bock. 5W20 plus 30. 5W20. Das sind 40, das ist sogar ziemlich schlecht. Das sind 70 Schaden, die nochmal reinkommen. Oh, haben wir ein Glück. Mannschaftsmitglieder haben wir insgesamt. Dadurch, dass das ein schwerer Stein ist, würde ich einfach mal sagen, ich nehme euch zwei, drei Leute weg. Hey. Nehme ich euch einfach mal drei Schützen, die standen gerade ungünstig, habt ihr noch 10 Schützen. Hey. Hat das den Schützenturm erwischt, oder? Ja, richtig, genau. Der krallt, der schwere Stein schießt gerade den profan erbauten Schützenturm weg und die Körper fliegen und trudeln blutspritzend in die blutige See. Ja, das ist dann auf die 400 Meter und danach müssen sie eben nachladen. Das kriegen sie dann wohl aber auch nicht mehr hin. Zumindest nicht in der Zeit. Und ihr steht dann auf der Galeasse. Möchtet ihr Trampeln ansagen? Oh. Geht das? Klar. Ja, bitte. Alles klar. Dann macht ihr jetzt Trampelschaden und stampft noch einmal auf der Galeasse vorbei herum. Die geht nach wenigen Augenblicken herum, zerborsten, zersplittert in viele, viele Teile und ebenso könnt ihr das Schreien von einigen Söldnern hören. Das Jubeln von unseren? Da gibt's kein Jubeln. Wir sehen ja nichts, wir stehen ja im Bug. Heck. Im Heck.
Okay, dann möchtet ihr euch wahrscheinlich drehen. Mhm. Dann werdet ihr euch drehen. Und du möchtest rückwärts gehen? Genau. Kostet natürlich alles Zeit. So, schauen wir mal nach, was die eben alles da machen konnten. Ich muss jetzt nämlich gerade bewegen. Ich will ja nicht gegen unsere Heldengruppe arbeiten, aber die haben noch drei andere Geschütze, die auf uns schießen. Die waren da schon eingerechnet. Achso, ich dachte, das waren nur 6. Wir sind geschossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 mal geschossen. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sehe das siebte gar nicht. Hey, ich meine die drei hier. Ja. Genau, und auf dem Schiff, da kann man nur die auf 3 schießen. Ah ja, 1, 2, 3, genau. Die anderen haben nicht geschossen. Alles klar, gut. Wo kam der siebte Schuss her? Im Steinbock. Aber wo ist der? Achso, ist der nicht freigegeben? Nein, den sehen wir nicht. Der ist Top-Sieg. Oh. Ja, wenn wir den nicht sehen, dann ist ja klar, dass wir jetzt hier so hart aufs Maul kriegen, also hätten wir das gewusst. Dann wäre die ganze Strategie ganz anders abgelaufen. Ist richtig. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, die rechte Seite kriegt vermutlich aufs Maul? Jetzt hast du recht. Also, wie gesagt, die Leute vom Schiff können sich dann nicht mehr retten, dafür ist eure Arche gerade im Sprint viel, viel zu schnell und könnt noch sehen, wie einige Leute dann auch auf dem Steg zertrampelt werden und ins Wasser fallen und wenn sich die Arche dann auf sie draufsetzt, werden die elendig zerquetscht. Aber es wurde nur eine Rumpfmannschaft zurückgelassen, das heißt, der Rest hat sich dann vom Schiff zurückgezogen und auch diejenigen, die jetzt hier an Bock und an der Rotze standen, werden sich dann davon entfernen, weil das sind keine Idioten, die werden wissen, dass das keinen Sinn macht, so ein Geschütz zu verteidigen, das kann man später immer wieder einnehmen. Das heißt, diese Leute laufen jetzt ganz fröhlich munter in Richtung der einzelnen Unterschlüpfe. Das wisst ihr allerdings nicht, denn immer noch ist der Bauch verschlossen. Und dann auf den Befehl von Ephadaios hin öffnet sich das Ding. Zum Angriff. Zum Angriff. Vorwärts! Den anderen gesagt, wenn ich hier locker stehen bleiben darf. Gut, der erste Kampf. Und zwar werde ich jetzt immer gleich viele Leute berechnen. Ich habe nämlich keine Lust, mit Überzahl Boni und Unterzahl Boni zu rechnen. Das müsste man nämlich verschieden berechnen. Das macht keinen Spaß. Das heißt, ich sage einfach, ihr kämpft mit gleicher Anzahl gegen gleiche Anzahl. Allerdings ist die Qualität unterschiedlich. Eure Qualität von, nehmen wir erstmal die Moral. Die Moral von euch ist 4, also durchschnittlich. Ihr werdet nicht durchschnittlich oder überdurchschnittlich hoch bezahlt. Ihr führt einen Angriff. Es ist keine lebensschützende Situation, sondern das ist eine freiwillig geführte Aktion. Eure Moral ist 4. Die Moral der Gegner ist 5. Sie sind gut ausgebildet. Sie sind freiwillig hier. Sie machen das gerne. Sie kämpfen um ihr Leben. Menschen töten. Das kommt auch dazu. Die Moral von Kamod gerade ist 5. Dann sind die meisten eurer Leute mit Q4 angesetzt, aber dadurch, dass ihr jetzt wild mixt und bunt mischt, vor allem weil dann die Henker vom Nair mit dabei sind, fallt ihr runter von Qualität 4 auf Qualität 3. Oh no. Ja. Wenn wir bei einer 50-50-Mischung aber wahrscheinlich sowieso. So. Dann habt ihr Spitzel und Kundschafter. Ich muss hier gerade eine neue Liste machen, denn meine alte ist hoffnungslos veraltet. Differenzmoral, Punkte nur für die Partei mit dem höheren Wert, -2 für Kamod. Dann auch die Professionalität, -3 für Kamod. Team Helden und Team Kamod. So, dann haben wir das auch. Ihr habt Spitzen und Kundschafter, ihr habt das Ganze ausgekundschaftet, grobe Informationen eingeholt. Allerdings fehlt euch die richtige Zusammensetzung der Größe des feindlichen Heeres. Ihr wisst nur rudimentär über das Vorhandensein von Verteidigungsanlagen. Habt da so eine selbstgezeichnete Karte mit schlechter Qualität. Man beachtet die Malen- und Zeichnenprobe. Das ist nur minus eine Erleichterung für die Teamhelden. So, dann gibt es eine leicht befestigte Stellung für die Verteidiger. -3 Team Kamod. Ihr greift eine leicht befestigte Stellung der Angreifer an. +3 für die Helden. Differenzmoral habe ich eben schon gemacht. Verfügt über die Geländekunde. Dschungel oder Maraskan.
Nee. Sind alle Söldner Maraskan-kundig? Nein. Ich meinte nicht, wir haben die. Ich meinte nur, das wäre die richtige Geländekunde. Niemand von den Söldnern ist Maraskan-kundig, außer die 5 Maraskaner. Richtig. Otto. Ja, 5 Maraskaner von 120. Die von euch haben sie nicht, aber Team Kamoth ist Maraskan-kundig. Team Kamoth ist auch ortskundig. -3. Dann verfügt ihr mittlerweile leider nicht mehr über Belagerungsgerät. Das sind 6 Punkte, die euch fehlen. Spitzel und Kundschaft habe ich schon einberechnet. Hinterhalt, Überraschung habt ihr nicht. Schilberwetter ist normal. Ihr habt aktuell keine magische Unterstützung. Das mache ich unter Heldenfähigkeiten. Ihr habt keine Kamale Unterstützung. Ihr habt keine besonderen Einheiten. Und die Heldentaten... Die müssen wir nochmal an. Prinzipiell für das Gericht vor Maras, vor Helmport hätte ich euch noch was abziehen können, aber mache ich nicht. So, dann lauft ihr mit gemischtem Heer auf. Für offenes Gelände bekommt ihr eine -1. Für Team Helden. Ihr kämpft nicht im Wald. Ihr kämpft in einer befestigten Stellung als Angreifer, ist eine +3. Dann, die Kamoth-Garde selber wird als schweres Fußvolk auftreten. Die bekommen also eine -3. Und sie verteidigen eine befestigte Stellung. -3. Ja, wenn ich das jetzt alles hier richtig berechnet habe, dann kommt ihr auf eine Kriegskunstprobe. +6, -2 sind insgesamt +4. Wer macht die? F? Das machen eure Söldnerführer. Die machen das separat. Gut. +4 sollte so bewältigen sein. Team Kamoth. -2. Mach mal gerade einen Rechner auf. -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3. Kann man irgendeinem von den Offizierssöldnern unterstützen in seiner Probe? Nein. Okay. Das sind dann besondere Heldtaten, die ihr vollführen dürft. Gut, dann dürft ihr bitte einmal eine Kriegskunstprobe würfeln. Und zwar mit 3 verschiedenen Leuten. Team Gelb, Team Rosa und Team Kastanienbraun. Was für Werte denn? Oder einfach 3W20? Moment, die Werte sind 14, 14, 14 auf die Attribute und der THW in Kriegskunst ist 10 für die Qualität. Und die haben eine +4-Probe, ne? Das ist eine +4-Probe, genau. Ah, ich weiß nicht, wie ich hier Proben pro Test würfel. So. Nimm einfach 3W20, das kann man ja auch schnell... Ja, -6. Wir schon mal bei 0 angelangt, -1. Warte kurz. Achso, du rechnest noch? -5. -5? Der erste. -5, ja. Für Team Gelb. Kann einer für mich werfen? Ich rechne dann auch. Kann ich machen. So, dann kommt jetzt... weiß ich nicht, willst du werfen, Ahmad? Kann ich für ihn machen, wenn er will. Welches Team? Also Kastanienbraun oder... Ja, Kastanienbraun, go. Kastanie. Das sieht schon besser aus. Das sind alle Punkte, 6 Punkte übrig. 6 Punkte... für Kastanie. Den letzten darf jemand anderes machen, wenn er sich berufen fühlt. Romeli ist drauf, oder? Romeli. Die Bronze. Bronze. Möge die Göttin uns beschützen. Die Bronze müssen es jetzt reißen. Die Bronze haben es nicht gerissen. Da musst du einmal 4 ausgleichen, bleiben 2 Punkte über. -2 Punkte für Team Bronze. Das ist Rosa. Dann darf Team Kamoth würfeln. Team Kamoth, die releasen ihre Jaguar und die haben auch noch einen Baumbürger, den sie auch freilassen, ist aber egal. Das sind die Tiergefährten und auch die Hauptmänner. Das wird dann ein Heldenkampf werden. Werde ich noch nicht aufdecken. Was du gewürfelt hast, meinst du? Nee, ich werde nicht aufdecken, was da für Heldenleute antreten, so. Weil die Helden können dann natürlich noch andere Leute herausfordern, um dann besondere Heldentaten zu überbringen. So, die würfeln auch auf 14, 14, 14.
Talentwert 10 und die haben eine Erleichterung von 20 Punkten. Alter. Ja, dann müssen sie einmal 6 Punkte ausgeben. Ja, sind sie immer noch bei einer minus 14 für die Erleichterung? Haben sie immer noch 10 Punkte über. So, hier geht es um THP Stern. Die Erleichterung wird leider nicht in die Sternchen mit eingenommen. Die haben aber noch 10 Punkte über. Also die Differenz von Team Gelb zu Team Kamot. Ich habe 10, ihr habt plus 5. Das heißt, die Differenz ist 15. Wie plus 5? Ja, minus 5. Aber die Differenz ist für plus 15, das ist richtig, ja. Genau, die Differenz ist 15. Weil du gerade gesagt hast, dass wir plus 5 haben. Ja, also ihr habt um 5 Punkte versagt. Achso, ja, genau. Richtig. Ab 13 Punkten Unterschied, Verlust auf der eigenen Seite 94%. Was? Also wir haben jetzt schon einfach 94% dadurch gelb, verloren, dass wir... Gelb, das gelbe Team, ich weiß gerade nicht, wer war das, Oberleutnant Drachhorst, das war die schwere Infanterie, ne? Oh shit. Die wird komplett aufgerieben. Die sind ja gemischt, also im Grunde wird nur Team Gelb aufgerieben und gleichmäßig verteilt. Gelb, Alter. So, dann kommt die nächste Probe. Das sind die vollen 10 Punkte über. Die Differenz zu Kastanie sind 4 Punkte. Das geht ja. Das sind 61% Verlust auf der eigenen Seite. So hart. Das ist Kastanie gewesen, ne? Hier. Mhm. Haben die auch Verluste? Muss gerade mal gucken. Warte kurz. 94% hier oben. 32% haben die. 60. Und die anderen haben nur 7% Verluste. Und gerade die Tabelle nicht mehr. Unten bei dem Ding. Ach, da, alles klar. Also die mit 15 plus Punkten übrig hatten, die haben nur 7% Verluste. Und wir haben dafür 94% Verluste. Das ist schnarrt. Und dann bleibt noch Team Rosa. Ist das jetzt eine Kampfrunde, sozusagen? Ja, Kampfrunden sind modular, das heißt, das wird wohl ein Geplänkel werden. Das dauert so, je nachdem, wie es irgendwie sinnig ist, 2 Minuten, 3 Minuten, vielleicht auch 5 Minuten, wie die sich da verbissen haben und nennen wir so. Schlacht und kürzen es mit SR ab. Die 17 wird ausgeglichen, es bleiben 10 Punkte übrig. Wir ziehen eure 2 Punkte ab, es bleiben 8. 8 Punkte. Sie sind hier in der Mitte. 76% und sie haben 21% verloren. Hart. Wo ist der Verdammnis? Meinst du als Spieler oder als Held? Ich meine schon als Held. Muss ich an Bord bleiben? Nein, was ihr als Helden jetzt tut, das könnten wir dann beim nächsten Mal besprechen. Okay. Aber ihr könnt auf alle Fälle dann sehen, wie, eure Söldner, ich weiß nicht genau, wer wo steht, ob ihr alle irgendwo gemeinsam beieinander steht. Zumindest könnt ihr sehen, dass die linke Seite komplett wegbricht, wenn ihr da jetzt nichts tut als Helden gegen... wir teilen das jetzt einfach mal auf. Hier sind irgendwie 120, also 40, 40 und 40. So ganz, ganz ungefähr. Hat nicht noch die Qualität und so weiter was mit bei der Berechnung einzumischen oder wird das schon bei der generellen Erschwernis mit eingerechnet? Ich habe die Helden jetzt noch gar nicht mit drin. Nee, aber ich meine jetzt hier die Moral und die Professionalität. Die Moral habe ich alles drin. Okay, die Professionalität, hat die auch irgendwelche Auswirkungen? Ja, klar. Wo sehe ich das? Differenz auf der rechten Seite, Moment, hier. Differenz Moral pro Punkt, nur die Partei mit dem höheren Wert. Aha. Das gab einmal minus 2 und einmal minus 3 für Team Kamot. Und die Qualität, was macht die? Ich meine, die ist jetzt gleich, aber was würde die machen? Die Qualität von euch ist gesunken, weil ihr gemischt hattet. Stimmt. Aber okay, was macht die? Also wie viel Erschwernis? Minus 3 kriegen die als Erleichterung. Nee, das ist die... Professionalität, ja, habe ich nicht gesehen. Genau. Wäre die Qualität 4-4, dann wäre nur noch wichtig, wie hier die Überzahl ist. Aber die Überzahl lasse ich weg, weil ihr jetzt mit gleichen Leuten kämpft. Ehemals gewesen wäre es ein Modifikator von
minus 12 zu plus 12. Weil du davon ausgegangen bist, dass die Typen auf dem Schiff tot sind, oder wie? Die Typen auf dem Schiff habe ich noch gar nicht mit reingenommen, die 40 Leute. Weil das Kriegsschiff wurde ausgewürfelt, da habe ich dann einfach nochmal 40 Typen draufgepackt auf dem Kriegsschiff. Da habt ihr, ach so, eine, weil da die habt ihr noch Typen, eine ganze Menge. Weil die Typen jetzt alarmiert sind, oder wie? Ja, das kommt auch dazu. Weil die meisten von Bord gegangen sind, halt außer der Geschützmannschaft. Richtig, ihr hattet wie gesagt 30 Meilen, eine Stunde lang habt ihr euch auf sie zubewegt, und wenn eine Arche so zielstrebig auf den Hafen zukommt, die nicht angekündigt ist mit der Post von Lolgramot, dann... Post von Lolgramot. Das ist eure erste Kampfrunde. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Eine Geschichte von Leuten, die am Arsch waren, war noch niemals jemand so am Arsch, wie wir gerade am Arsch sind.